Also, man hat ja gerade auf Facebook manchmal das Gefühl, man ist blöd. Mal funktioniert es nicht. Der eine User kann es, der andere nicht. Und wenn man dann mal nachschaut, stellt man fest, ups, Facebook ist in sich nicht zwingend konsequent. Deswegen haben wir jetzt mal hier ein kleines Video gemacht, um für unsere Aktion Tag Dein Piercing den einfachsten und besten und optimalsten Weg für euch rauszufinden. Ich habe mir dafür jetzt mal das neutrale Profil der Kollegen von der Dortmunder Tattoo Convention geliehen, weil mit meinem Konto bin ich halt auch Admin von Wildcat und ja, da sieht es dann ein bisschen anders aus. Ich will jetzt mal so tun, als wäre ich ein normaler User. Ich bin also User Dokon. So, ich möchte jetzt ein Foto von mir mit Wildcat taggen, also meine Piercings markieren. Und das geht am allereinfachsten, wenn ich auf meiner eigenen Seite hier bin. Ich bin ja jetzt Dokon. Wenn ich dann hier in meinem eigenen Newsstream ein Foto poste. Und zwar einfach, ich lade jetzt mal eins hoch. Zack. Natürlich schon vorbereitet. Zack. Und kann dann dazu natürlich was schreiben. Wenn Piercing, dann Wildcat. So, man kann natürlich schreiben, was man möchte, ist klar. Und dann teilt man dieses Foto erst einmal. Zack. Jetzt ist es in deinem eigenen Newsstream drin und in deinem eigenen Newsstream kannst du immer dein Bild anklicken, auf Foto markieren klicken. Du suchst dir die Stelle deiner Piercings. Ich nehme jetzt hier die goldene Mitte zwischen den beiden. Zack. Und gib dann da ein Wildcat Piercing. Zack. Und schon ist es markiert. Fertig markiert klicken und das Ding ist gegessen. Was jetzt passiert, kann ich in einem anderen Browser zeigen. Da bin ich eingeloggt mit dem User Wildcat. So. Und wir als Wildcat haben jetzt in unserem Stream natürlich euer Foto nicht, aber wir sehen unter unseren Fotos das gerade von euch getaggte Foto. Und dann können wir das Foto nehmen, also anklicken. Dann natürlich einen lustigen oder eher ganz ernst gemeinten Kommentar schreiben. Also zum Beispiel schicker Schnurri, Baby. Und diese ganze Geschichte dann teilen, also bei uns auf die Seite packen. Und dann dazu schreiben, hey, komm mal. Für das schicke Foto gibt's eine, ups, verschrieben, gibt's eine Runde Blacklein-Schmuck oder so. Ist natürlich eine Aktion, die jetzt nicht ewig laufen kann. Klar, wir können jetzt nicht 6 Millionen Leute mit Blacklein-Schmuck versorgen, aber schau mal, wir lassen uns was einfallen. Jetzt klicken wir hier auf Teilen und jetzt landet auf diesem Wege euer Bild bei uns. Bei Wildcat auf dem Stream. Zack. Jetzt ist die ganze Geschichte da. Die Leute können klicken. Die sehen auch das Taggen. Und die sehen auch hier Foto von Dokon. Also hier unten sieht man dann Foto von Dokon. Also dass das Bild von euch ist. Also Foto von XY. Ja, können dann da kommentieren und so weiter. So ist dann das Bild unter eurer Kontrolle quasi auf eurem Stream gepostet. Da könnt ihr auch immer markieren und wir können die ganze Geschichte dann durch diesen Share-Button, durch das Teilen, können wir es bei uns auf den Stream posten und dann funktioniert es. So. Und alle, die ein Problem hatten mit dem Markieren, können es jetzt genau so machen. Ah, ich liebe Facebook. Ist das nicht toll?